Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Was soll ich schon noch sagen? Wir sind immer noch auf dem Wasser, wir haben immer noch keinen gefunden. Ach ja, es ist schön. Wir müssen erstmal hier irgendwie wieder rauskommen, weil hier ist alles voller Sumpf. Wir sind jetzt natürlich wieder komplett against the wind. The wind. Und ja. Aber hier vorne kommt auch überall Sumpf. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Ist halt auch das Wetter, ne? Wenn man natürlich keine 100 Meter sehen kann, ist es auch sehr schwierig, irgendwie den Weg zu finden. Jetzt ist endlich mal wieder Tag, aber es sieht immer noch fast aus wie Nacht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einfach irgendwo da vorne wieder rauskommen. Obwohl wir halt hier auch schon überall lang sind, ne? Wir sind ja von hier unten gekommen, sind hier hoch. Und hier war Sumpf, hier war Sumpf. Gefühlt ist hier überall Sumpf, also müssen wir wahrscheinlich den ganzen Weg hier wieder raus. Wir können ja mal ein kleines bisschen näher an die Küste. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen mehr sehen, ob da vielleicht irgendwo ein kleiner Pass kommt, an dem wir durch können. Ja, Wetter und Wind hat wieder gar keinen Bock auf uns. Wir sind's gewohnt. Anders kenne ich es gar nicht mehr. Da möchte man sich schon nach dem Wind richten und dann kommt man hier in so eine Kacke rein, wo man nicht mehr rauskommt und komplett mit Gegenwind wieder denselben Weg zurück muss. Es ist einfach, es ist bitter. Vielleicht dreht der Wind ja gleich nochmal, aber das macht er immer nur, wenn wir ihn gerade brauchen. Also wenn er gerade mal richtig steht, dann hat er Bock, sich zu drehen. Aber doch, ich glaube, wir kommen hier wieder raus. Sagt die Karte hier. Naja. So, doch, Wind hat sich ein bisschen was getan. Perfekto. Jetzt kommen hier vorne aber wieder Ebenen. Ich würde sagen, wenn wir hier rechts reingehen, kommen wir auch direkt bloß auf Land. Ach, Menno. Da will ich jetzt nicht mit dem Boot durch, ehrlich nicht. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Hier vorne lang, hier durch? Anscheinend so. Ich hoffe mal, dass das der Weg ist. Du bist nass. Vielen Dank, wir sind auf dem Boot. Und es regnet. Wir sind ja von hier gekommen, also müssen wir auch hier irgendwie wieder zurückkommen. Ich glaube jetzt nach der kleinen Insel, ja genau. Ist halt wirklich komplett nicht möglich, hier wieder rauszukommen sonst. So, jetzt bitte nicht irgendwo hängen bleiben. Wir warten schon wieder Torgar auf uns. Ach komm. Boah, 23 Schaden mit einem Pfeil. Alter Schwede. Ist aber echt viel. Nein, das ist ein Holzboot. 35. Ja, da müssen wir echt ein bisschen gucken, weil die Seeschlange hat doch irgendwas in die 50 Schaden gemacht und die war ja schon heftigst unterwegs. Kriegen wir hier zwei Pfeile ab, halten wir schon wieder ein bis weniger aus. Da müssen wir doch zeitnah mal reparieren gehen. Naja, Wind ist einigermaßen mit uns. Das passt schon. Dann kommen wir hier wieder raus und dann müssen wir mal schauen. Was ich ganz cool fände, wäre, den Pfeil mit dem Wind auch irgendwie mal auf der Karte zu integrieren, dass ich sehen kann, in welche Richtung komme ich. Klar, ich kann jetzt meinen Charakter oben in dieselbe Pfeilrichtung stellen und sehe halt, gut, der Wind bläst nach hier, aber so ein kleiner Pfeil hätte auch was Gutes. So, also wir können eigentlich nur wieder hier runter und dann kommen wir aber wieder hier hin. Ich meine, wir könnten mal gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Inseln rumlungern. Das war die kleine Insel, die wir uns angeschaut haben. Das sieht auch mega geil aus auf der Karte. Einfach mal einmal im Kreis gefahren. Tja, was wollen wir tun? Was willst du tun? Ich weiß es nicht.
würde schon ganz gerne den Wind weiterhin nutzen. Vielleicht machen wir hier an der Insel vorbei und gucken mal hier hin. Oh, wir müssen was essen. Das finde ich echt gut vom Spiel, dass die Meldung immer noch kommt. Manchmal ist sie nervig, wenn man irgendwie bloß am Bauen ist und jetzt keinen vollen Magen braucht. Aber gerade in solchen Momenten kannst du ja doch mal das Leben retten. So, also ein kleines Stückchen weiter östlich oder nördlich, also mehr östlich. So, und dann hier an der Insel vielleicht vorbei und hier den Bereich nochmal anschauen. Sind wir auf Kurs? Ah, einigermaßen. Ein Stück können wir noch, aber Wind ist eigentlich gerade mit uns. Sehe auf jeden Fall schon wieder Berge da drüben. Auf jeden Fall dran denken, wenn wir jetzt gleich irgendwo Anker legen, dass wir unbedingt das Boot reparieren. Weil ihr wisst, wie es ist, die Seeschlangen kommen immer im ungünstigsten Moment. Das ist meistens dann, wenn man keine Lebensmittel im Bauch hat und das Boot kaputt ist. Ich bin ja schon mal relativ froh, dass auch wenn man auf dem Wasser stirbt, dass man trotzdem seinen Loot wieder bekommt. Stellt euch mal vor, so mitten im Meer wäre es dann weg, wie wenn das Boot halt kaputt geht. Boah, das wäre echt mies. Aber ja, das wäre auch einfach zu fies. So, ich glaube, die Insel, die wir hier drüben sehen, ist das hier. Kann das sein? Sieht halt immer so nah aus. Aber anscheinend ist es das. So, Wind geht richtig ab. Wir sind voll in Windrichtung. Volle Kraft voraus. Irgendwo hierhin. Vielleicht haben wir da ja noch Glück. Ein arme Typ eigentlich, ne? Der frisst den ganzen Tag Hackfleischsoße, Wiener, ein bisschen Bärenmarmelade. Das kann doch auch keine gute Kombination sein, ey. Nee, weil er kriegt halt auch nichts anderes. Keine Vitamine, nichts. So lange keine Himbeeren gegessen. Tja, da muss man durch. Als Lurch. Gut, hier kommen wir wieder an der alten Insel vorbei. Aber ich sehe, hier drüben ist Sumpf. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier durch? Das sieht schon wieder alles ganz schön knapp aus. Ich glaube fast nicht, weil wir hatten schon Sumpf entdeckt. Moment, Moment, Moment. Wenn einmal freie Sicht wäre, ne, dass man mal ein bisschen was sich angucken kann. Das sieht halt verdammt eng aus. Aber hier sieht es eigentlich so aus, als würde es nicht gehen. Ich glaube, es geht nicht. Ich sehe halt einfach nichts. Wir haben zwar hier ein bisschen Wasser, aber... Nee, nicht durch das enge Zeug, bevor wir uns hier festfahren. Dann müssen wir doch einmal außen drum herum. Sollte es anders sein, wenn wir einmal Rückenwind haben, müssen wir natürlich umdrehen. Und es wird wieder Ewigkeiten dauern. Ach, Menno. Es dauert echt schon relativ lange mit dem Boot hin und her. Erkennt denn die Karte jetzt Grasland? Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Na gut, vielleicht ist hier diese kleine Insel Grasland. Oh, guck mal. Ach Mensch, euch haben wir aber lange nicht mehr gesehen. Hallo. Wie geht's euch? Wollt ihr mir mal wieder ein bisschen auf die Nerven gehen? Wie? Das war's schon? Ach. Ein paar Kilometer hättet ihr mir schon folgen können. Na, guck mal, hier vorne. Dunkler Wald. Oder? Grasland? Nee, Grasland. Da können wir trotzdem mal kurz einen Halt machen. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt irgendwo noch dunkler Wald. Und jetzt wieder total geiles Wetter, freie Sicht. Das soll mal einer verstehen. Gut, also den dunklen Wald da hinten, den haben wir uns auf jeden Fall schon angeguckt, aber nichts. Hier haben wir ein bisschen Grasland. Wenn reparieren müssen wir eh, wir könnten auch mal wieder zur Basis zurück. Und eventuell mal das Inventar leeren. Ich überlege, ob wir vielleicht doch nochmal eine Baufolge dazwischen legen. Also ich möchte jetzt nicht aufgeben mit der Suche,
Aber wenn wir uns eh nach Hause teleportieren, um mal ein bisschen Inventar und auch Bootlager leer zu machen, wäre es ja eine Überlegung wert, wenn wir einfach mal eine Folge wieder einschieben mit ein bisschen Fassadenbau. Und uns dann wieder weiter auf die Suche machen. Komm, wir werfen hier mal Anker. Wir gehen hier mal raus. Ach, wirklich, du hast 3 Sekunden, hast du gutes Wetter in dem Spiel. 3 Sekunden. Und zack, fängt es wieder an zu regnen und es wird neblig und es wird einfach wieder alles Mist. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. So, ich würde ganz gerne da vorne andocken. Hier kommen auch direkt wieder Ebenen. Geil. Das ist nur so ein ganz kleiner Mini-Fleck mit Grasland. Nee, das bringt gar nichts. Dann müssen wir doch... Ach, Menu. Kleine Fische im Wasser. Dann müssen wir doch wieder raus. Es ist wirklich nur so ein ganz kleiner Fleck hier und dann kommen direkt wieder Ebenen dahinter. Nee, da habe ich keinen Bock. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und wieder schönes Wetter. Hat nur dort, da war eine Wolke am Himmel, die hat dort geregnet. Es ist schon etwas merkwürdig. So, was sagt der Wind? Na, so halb gegen uns. Bringt das trotzdem was? Ich glaube, so ein kleines bisschen schneller werden wir trotzdem. Sache ist, wir müssen jetzt gleich da vorne wieder rechts und dann sind wir wieder voll im Gegenwind. Also hier sind wieder nur Ebenen. Ebenen, Ebenen, Ebenen und Sumpf. Mehr gibt's nicht mehr. Was anderes finden wir gar nicht mehr. Wo sind wir denn eigentlich aktuell? Das sieht auch echt geil aus, ne? Ich würde gerne mal wissen, ob es einen Spieler gibt, der wirklich alles 100% aufgedeckt hat. Plus Ozean. Ob sich jemand schon die Mühe gemacht hat? Ich google mal nach der Folge und sag's euch nächste Folge. Müsst ihr mir eigentlich auch mal angewöhnen, mal so einen Schreibblock hier hinzulegen. Wenn solche Sachen aufschreibe, weil ich nehme immer so während des Let's Plays viel vor und sage, ey, da gucke ich nochmal nach und irgendwie vergisst man es dann halt, wie das so ist mit Alzheimer. Nee, natürlich nicht, aber wie das halt so ist, wenn man sich's nicht aufschreibt. Oh, keine Lokse, die ein bisschen was trinken. Ich weiß nicht, wir sind da gerade voll im Gegenwind. Ich glaube, wir lassen das erstmal auf Stufe 1 mit paddeln. Ach, ich hätte echt gerne mit euch diese Folge wenigstens noch einmal ein bisschen dunklen Wald durchforstet. Aber irgendwie möchte uns das Spiel das nicht gönnen. Was sagt denn der Wind? Der Wind sagt jetzt wieder voll die Richtung. Wieder darüber, das bringt halt auch nichts. Sei denn, wir gucken halt nochmal hier lang, aber ich glaube, das ist hier alles komplett Sumpfland. Ich würde vielleicht doch mal eher ein bisschen in die Richtung wollen. Ja, aber jetzt wieder in die Richtung abdrehen. Nee, da kommen wir direkt wieder hier runter. Sag mal, wenn wir ein bisschen nach rechts machen, kriegen wir auch etwas Wind ab. Oder wenn wir so machen? Nee, so sind wir eigentlich voll im Gegenwind. Jetzt kriegen wir gerade ein bisschen Wind ab. Dann machen wir einfach weiter in die Richtung. Vielleicht kommt ja irgendwo noch eine schöne Insel. Wirklich, wie viel Pech müssen wir gehabt haben mit diesen 2 Seeschlangen hier oben? Weiß halt nicht, ob die eventuell wirklich nur an gewissen Stellen vorkommen. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn die dir nicht alle 3 Minuten über den Weg laufen oder über den Weg schwimmen. Aber so viel, wie wir jetzt hier schon abgefahren sind und es war nirgendwo eine und hier in dem kleinen Kreis 2 Stück, ist natürlich schon ein ganz schönes Ding. Drüben, das wird der Sumpf sein, genau. Da brauchen wir nicht hinmachen. Weiß nicht, kommt hier vor uns was? Sieht ein bisschen so aus, ne? Könnte aber auch einfach nur Himmel und Wolken sein. Ah, zumindest macht der Wind einigermaßen guten Job. Das ist auf jeden Fall alles Sumpf. Ne, ich glaube, hier kommt... Oder? Ich glaube, das sieht nur so aus. Wir machen jetzt einfach mal weiter so.
könnten jetzt noch ein Stück nach links, dann hätten wir noch mehr Wind. Aber ich finde, wir sind eigentlich relativ flink unterwegs und bevor wir wieder hier oben hinkommen, würde ich vielleicht sagen, wir gucken mal hier, aber es ändert sich sowieso jede Folge, wo ich hin möchte, weil der Wind sich alle paar Minuten ändert. Lebensmittel passen alle noch. Eiktür wäre auch wieder bereit. Komm, Spiel, gönn doch mal. Jawohl, jawohl, dunkler Wald. Ach, als hätte ich es gewusst. So, jetzt langsam machen, nach links drehen und direkt an diesem Stein dort. Ja, perfekt. Perfekt, jawohl, 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 jawohl. Da muss er sein. Ich sag's euch, Haldo ist auf jeden Fall hier in dem Wald. Man muss auch mal ein bisschen optimistisch an die Sache rangehen, sonst macht's halt auch keinen Spaß. So, nee, hier, stopp, 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 stopp. Wieder zurück, langsam werden. Jawohl, jawohl. Und runter davon. Und stehen bleiben. Stehen bleiben. Hallo? Hey. Okay. Perfekt. Ey, besser hätte man nicht andocken können. War ohne Spaß. Also, wenn man sich mal so die letzten Versuche bei mir anguckt. Warte, aua, war das schon ziemlich perfekt. So, wie sieht's denn aus? Wir haben bloß noch 4 Minuten Folge. Überlege gerade, ob ich es schaffe. Ja, ich sollte es noch schaffen. Dann nehme ich gleich noch die nächste Folge mit auf. Dann hauen wir jetzt Eiktür schon an. Weil sonst ist halt doof, wenn ich mich auslogge, ist der Skill weg. Das bringt halt immer gar nichts. Na gut, ich hätte es vielleicht doch erst da drüben aktivieren sollen. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Ausdauer. Ach, verschenkte Zeit. Tut mir leid. Ich hoffe auch, wir schaffen das mit Schwimmen. Aber sollte. Ja, dann rennen wir jetzt hier durch. Obwohl, nee, ich bin ja auch dumm. 4 Minuten läuft der Skill noch und 3 Minuten die Folge noch. Da machen wir halt eine Überminute heute. Bin jetzt von ausgegangen, dass der Eiktür-Skill 20 Minuten hält. Das war doof. Oh no, oh no. War doch ganz schön knapp. Das habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Wir hauen noch mal eine Marmelade mit rein. Sind wir natürlich auch wieder nass. Alles nicht ganz so gut. So, dann laufen wir erstmal hier rechts am Ufer lang. Wir werden hier eh die ganze Zeit nass. Habt ihr es gesehen? Wir haben ihn, wir haben... Oh Gott, wie lange war der jetzt schon auf der Karte? Jawohl, ich fasse es nicht. Ich habe jetzt gerade hochgeguckt, dachte mir, hey, was ist denn das? Und auf einmal, ey, ein Geldsack. Ey, wir haben ihn, ich fasse es nicht. Ich hab's euch gesagt, er ist hier. Geilo, wir haben es geschafft. Boah, wie weit weg bitte? Ah gut, okay, also das Symbol kann man nicht übersehen. Da brauche ich auch hier nicht nochmal drüber gucken. Ey, wir haben es wirklich geschafft. Boah, ich muss mir gleich nochmal die Folge angucken. Wenn die fertig ist. Seit wann das Ding zu sehen war. Das jetzt die ganze Zeit schon in der Karte war. Boah. Hä, wo soll denn der sein? Mitten im Wasser oder was? Boah, ey, mein Puls, ohne Spaß. Ja, wenn ihr es gerade sehen könnt oder fühlen könntet. Bräuchte so ein Pulsmesser. Oh oh, wir trinken jetzt am besten und... Wir trinken wirklich. Und das war's. So, jetzt müssen wir hier mal ganz ruhig machen. Einmal tief durchatmen. Ich fasse es nicht. Wir haben ihn gefunden. Man muss nur optimistisch rangehen. Man muss einfach nur sagen, der ist hier. Und dann ist er auch dort. Hätten wir viel eher machen müssen. Boah, aber echt, wie weit weg, ne? Hier ist unser Spawn. Ah, eine Erleichterung. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir das schnell schaffen. So, aber wo denn? Irgendwie sieht das für mich hier alles nach Wasser aus. Bitte enttäusch mich jetzt nicht, Spiel. Da drüben, das Leuchtende? Wir haben ihn. Ich glaube es nicht. Ich warte erstmal kurz nicht, dass wir hier noch ertrinken. Hey, mal alle Applaus zu Hause. Cool, hat nur gefühlt 5 Millionen Folgen gedauert. Aber geil, die Suche hat ein Ende. Und das auch noch fast zum Folgenende. Ist er das hier? Das ist doch einfach nur so ein Monsterspawn. Wo ist er denn? Hä? Oh, bitte back jetzt nicht irgendwie rum. Ich würde sagen, jetzt wird es auch noch schön dunkel. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Grauzwerge.
Der Spawner wird doch nichts mit dem Typen hier zu tun haben. Den kann ich doch kaputt hauen, oder? Ja, das ist einfach nur, komm weg damit. Ich habe auch keinen Bock, dass jedes Mal, wenn wir beim Händler sind, die Viecher hier ankommen. Oh, er hat selber kaputt gemacht. Ich weiß zwar, dass der Händler so eine Blase um sich rum hat, dass man in der Zeit safe ist. Aber nervig ist es natürlich trotzdem, aber ich sehe ihn noch nicht. Hätte eigentlich gedacht, dass man den auch ein bisschen sieht von der Ferne. Ach, was für ein schöner Moment. Ich gucke so auf die Karte und denke mir, hä, was ist denn das? Ah, Mensch, ein Geldbeutel. Geil. So, wo bist du? Muss da eigentlich schon direkt auf dir draufstehen. Gleich. Ist der vielleicht nur tagsüber da oder so? Och nö. Muss ich dann doch gleich nochmal googeln. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhin googeln wollte. Nee, hier hinten. Ah. Rune. Hallo. Hallo. Ich fasse es nicht. Du hast dich echt gut versteckt, mein Freund. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Schön hast du es zwar. Ach, du hast so Loks. Cool. Stimmt, ja. Habe ich schon mal gesehen. Kann ich auf dich drauf? Können wir den einfach mitnehmen und den reiten? Dann brauche ich mir selber keinen Zähm. Guck mal. Schade, Loks ist zu groß. Willnik kommt nicht mit ins Bild. Ah, so ein bisschen. Cool, oh, ich muss mich jetzt erstmal freuen. Wir machen die Folge heute mal ein paar Minuten länger. So. Kann ich denn... Ah, hier ist die Blase. Kann ich in der Blase jetzt schon meine Werkbank bauen? Nö. Oder? Ja, also ich glaube, direkt an ihn ran darf ich nicht. Also Werkbank und erstmal Portal. Nicht das... Ah, okay. Nee, darf ich nicht. Wo hatten wir denn das letztens schon mit mystischer... Ach, an den Opfersteinen. Also hier an den Stein, wo wir uns Eiktür-Skill holen. So, jetzt sag mir bitte, dass ich das Erkundung genannt habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es Erkundung genannt habe. Ja, perfekto. Ey, ich fasse es nicht. Wir haben es endlich. Was würde denn passieren? Kann ich... Hallstein, kann ich den kloppen? Ich möchte es nicht ausprobieren. Take a look at my wares. Und das machen wir. So. Das ist der Reif. Das ist die geile Lichtquelle. 620 Münzen. Und was kostet der? Gewährt dem Träger übermenschliche Stärke. 950. Komm schnell zurück. Wir kaufen das jetzt noch. Dann wird die Folge heute mal 25 Minuten lang. Aber ich freue mich gerade so dolle. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich möchte jetzt mal gucken, wie viele Münzen wir haben. Ich weiß halt nicht, können wir an denen dieses Bernsteinzeug verkaufen? Wir hauen jetzt erstmal hier fix den ganzen Spaß rein, den wir hier uns angesammelt haben. So, und zack, dann ist das Inventar erstmal wieder leer. Die Rüben müssen wir auch wieder absammeln. Ach, geil. Endlich abgehakt. Auf der To-Do-Liste. Wir haben ihn gefunden. Jetzt können wir uns wieder um die anderen Sachen kümmern. Ich habe nämlich auch echt langsam Bock wieder zu bauen und so. So, Münzen. Wir haben Münzen. So, wir nehmen mal hier das wertvolle Zeug mit. Zumindest erstmal ein bisschen was. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir müssen das doch an den verkaufen können. Was hat das sonst für einen Sinn? Wir können daraus nichts bauen. Es steht auch da, dass es wertvoll ist. Also ich glaube, das muss klappen. Ah, ich fasse es nicht. Wir haben Haldor. Geil. Aber so ein kleines Bing oder so hätte ich mir trotzdem gewünscht, wenn er auf der Karte erscheint. Eine klar, man sieht es aber. So, hey der. Steht hier, ach, verkaufen? Oh nein. Ach so, der verkauft einfach direkt das, was ich habe. Kann gar nicht auswählen, was ich verkaufen will. Gut, wir kaufen uns jetzt als erstes den Gürtel. Wir können sogar Fleisch kaufen. Angelrute, ach, die kriegt man hier mit Köder und so. Geil, und Donnerstein. Weiß ich noch gar nicht, wofür er gut ist. So. Megingard, wie auch immer. Gewährt dem Träger übermenschliche Stärke. Wir kaufen ihn. Bam. Muss ich den jetzt auch dauerhaft tragen? Ja, muss ich. Und aus 300 werden 450. Geil. Einfach mal 50% mehr. 150 Gewicht mehr. Boah, ich freue mich. Geil. So, dann. Weihnachtsmütze weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall noch kaufen würde, wäre der Reif. Können wir uns noch nicht leisten. Jetzt haben wir alles verkauft, jetzt... Oh, hat genau gereicht, geil. So, der Zwergerreif.
Das ist natürlich die Sache, die müssen wir dann auch dauerhaft bei uns mittragen. Es wird halt immer weniger Inventarplatz, aber ach, guckt euch das an. Das ist es auf jeden Fall wert. Jetzt leuchten wir nämlich immer schön vor uns rum. Brauchen im Dunkeln keine Fackel mehr, auch in den Dungeons und so seht ihr halt auch mehr, weil bei YouTube ist es ja immer gefühlt alles etwas dunkler. Geilo. Geilo, 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 wir haben es. Oha. So, mein Freund, was hast denn du noch Schönes? Die Weihnachtsmütze, eine rote Mütze, wie sie ein Gnom tragen würde, ist anscheinend nur ein Designobjekt. Weiß nicht, ob das mega geiles Fleisch ist. Ich sag mal, für 120 Münzen. Kostet halt schon was. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas Cooles draus basteln können. Die Angelrute hätte ich auch Bock drauf, weil da können wir noch ein bisschen mehr Fisch sammeln. Na gut, aber wir haben jetzt erstmal das, was wir unbedingt haben wollten. Und ich sag mal, wir haben auch noch echt viel Bernstein und so in der Truhe. Ich glaube, wir können uns den Rest bestimmt auch noch leisten. Ach, mein Freund, so lange habe ich nach dir gesucht. Schaut euch an, was wir für einen Weg hinter uns gelegt haben. Mann, Mann, Mann. Wir haben es geschafft. Ich freue mich extrem. Nächste Folge gucken wir mal, dass wir noch den Rest verkaufen an Bernstein, Rubinen und wertvollen Sachen und was wir mit dem Rest so anstellen können. Morgen 19 Uhr geht's weiter, dann werden wir auch ein bisschen bauen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.